Usain Bolt bekommt Konkurrenz, und zwar von einem 7-Jährigen. 100 Meter in nur 13,48 Sekunden. Diese Zeit erwartet man eher von einem erfahrenen Leichtathletik-Profi und nicht von einem kleinen Jungen. Mit seinen außergewöhnlichen Bildern und Videos, die er im Internet veröffentlicht, ist er jetzt schon ein Star. Mehr dazu nach dem Intro. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen willst, abonniere unbedingt diesen Kanal und aktiviere die kleine Glocke. Blaze ist der Spitzname des jungen Sportlers, der gerade einmal 23 Kilogramm auf die Waage bringt. Egal gegen wen er antritt, seine gleichaltrigen Kontrahenten haben einfach keine Chance gegen ihn. In nur 13,48 Sekunden hat der Läufer den 100-Meter-Sprint gemeistert und 60 Meter absolvierte er in 8,68 Sekunden. Die Menschen halten ihn für den Usain Bolt der Zukunft. Ich glaube, wir müssen einfach mal die beiden vergleichen. Der Rekordhalter Usain Bolt mit 9,58 Sekunden auf 100 Meter ist knapp 4 Sekunden schneller als der 7-Jährige. Und der Rekord von Usain Bolt wurde bereits 2009 in Berlin aufgestellt und gilt seitdem als unschlagbar. Vielleicht ändert es ja bald der Wunderknabe. Mein Papa sagte mir, ich könnte alles schaffen, wenn ich es will. Und ich will das schnellste Kind der Welt sein, schrieb er auf seiner Instagram-Seite, die von seinem Vater geführt wird. Ein Blick in die Leichtathletik-Datenbank bestätigt, dass die Bestzeiten für 100 Meter in seiner Altersklasse bei knapp 20 Sekunden liegen. Da ist er um einige schneller. Doch der Junge ist nicht nur für seine Schnelligkeit bekannt, sondern er zeigt auch gerne sein American-Football-Talent. Mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Geschicklichkeit sowie gekonnten Manövern spielt das Ausnahmetalent seine Mitspieler aus. Komplimente gab es sogar schon vom NBA-Superstar LeBron James. Mann ist er gerissen. Wie er den Ball von der einen Hand in die andere wechselt, um ihn vom Verteidiger fernzuhalten, ist sogar noch beeindruckender. Klingt wirklich nach einer glänzenden Zukunft. Wie schnell könnt ihr in 100 Metern laufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Außerdem habe ich hier noch ein weiteres Video, das euch interessieren könnte. Einfach draufklicken. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao.